Ah, aber die Sonne ist schon sehr unangenehm, okay. Ich musste hier ganz kurz raus. Ja, ich bin auch auf der, oder besser gesagt, sie ist auf mir. Oh Gott, ich bin gleich tot. Mich brutzelt gleich die Sonne. Oh Gott, ich bin down. Scheiße. Bär habe ich noch nicht. Das könnte ich auch machen. Wir könnten die ganzen Bosse machen gehen, die mir noch fehlen. Das könnten wir auf jeden Fall auch machen. Oh, das wusste ich auch nicht, Grindig. Das ist auch cool. Good to know. Leave Sie mich bitte alone. Ich will gerade nicht fighten. Wir spielen auf einem Streamer-Server, Solta. Wir sind 40 Streamer auf dem Server. Ich weiß, dass die Frage beantwortet, ob man mit Freunden spielen kann. Hast du eigentlich schon alle Bosse gemacht, die du gerade machen kannst? Überhaupt nicht. Ich bin Level 47. Mir fehlen so viele. Ja gut, ich bin 42. Also, weil wenn du Bock hast, könnten wir die Bosse durchgrinden. Oh nein, oh nein, oh nein. Ja, mir fehlt hier Gorswine, Polora. Ich gucke auch gleich. Ich bin noch immer am Nachhause laufen. Wilder Bär, Quincy haben wir, Nikolaus der Gefallene. Oh, Wilder Bär. Hast du den schon gemacht? Den habe ich schon gemacht, ja. Ah, shit. Das ist die Bärenform, ne? Der ist aber easy. Ne? Der ist easy, ja. Die Bärenform, die bringt eh nicht so viel. Ja, man kann Türen so öffnen damit, habe ich gesehen. Türen öffnen, ja, genau. So. Beatrice gibt Menschenform. Das ist auch cool. Hast du das schon? Gefängniszelle. Es gibt 10 Bosse oder so, die ich nicht gemacht habe. Okay. Nee, Beatrice habe ich auch noch nicht. Geil. Menschenform klingt auch cool. Da sieht man dann normal aus. Ist auch schön. Ich wollte nur eben gucken. Wir haben ja die einfache Werkbank. Aber es muss ja noch irgendeine Bank geben, an der man dann die Schneidereibank, an der man die bessere Rüstung... Warum haben wir schon wieder neue Ratten? Wie viele Ratten spawnen hier denn? Ja, Maxim hat da einfach alles gemacht. Also ganz ehrlich, jedes Spiel sollte sich ein Beispiel daran nehmen, dieses compulsively Count-Dingster-Bumster einzubauen, wo einfach automatisch einsortiert wird. Das ist so eine geile Scheiße. Das ist ja so ein Game-Changer. Bitte? Das ist echt gut gemacht. Schneiderbank brauchen wir. Dankeschön, Chromes, für den Prime-Sub. Und oder ganz viel Spaß hier weiterhin. Ja. Hast du eine Schneiderbank irgendwo gesehen? Ich habe noch keine gesehen. Dann mach ich die eben. Hallo, Bart's Dick. Was ist das? Cowboy-Trank? Kann ich das auch frei? Ja. Gnadenlose Nachtschratstiefel lernen. Gartendeko lernen. Blutrosengebräu, Alter. Und was ist das? Eigentlich sollten wir so einen Schlafraum bauen, wo die Leute dann ihre Betten hinbauen können. Weißt du, was man Bärenform machen kann anscheinend? Silber transportieren, ohne dass man Damage kriegt. Ah. Das ist sick. Ist hier Holz? Nee, ja. Hallo Koyokin. Hallo Elorian. Was mache ich jetzt mit dem Cowboy-Trank, den ich da habe? Also wir können den ja schon. Ich kann ja nichts mehr. Also mache ich den jetzt einfach weg oder schreddern? Okay, einfach fressen lassen. I see. Dann lasse ich ihn fressen. Good to know.
Ach, wir haben auch so coole Standleuchten und solche Sachen mittlerweile, ne? Ach, geil. Man kann echt schöne Sachen hier bauen. Das ist echt cool. Auch so unterschiedliche Vasen aus Lehm und so. Das ist halt ultra, ultra geil. Ich habe halt voll Bock, mir auch ein schönes Zuhause zu bauen jetzt. Alter, wie viel man hier machen kann. Wie viel Gebäude es auch einfach gibt. What the fuck? Glaubst du, ich darf 12 Eisenbahnen klauen? Ja. Ich möchte unbedingt eine Gefängniszelle bauen. Ein Gefängnis? Ja, klar, mach doch. Wir haben doch hier 5 Milliarden Eisen drin, also. Okay. Dann klaue ich. Also was wir als nächstes brauchen, ist, glaube ich, einfach ein Upgrade für dieses Schlossherz. Damit wir die Base vergrößern können. Ausweiten können, ja. Nach unten. Also damit wir hier unten einfach noch mehr Platz haben. Ja. Was fehlt uns denn dafür? Glas und die unbefleckten Herzen. Ach, ich kann die Gefängniszelle auch nicht drinnen. Doch, kann ich. Hä? Doch, kann man, glaube ich. Ach, ich muss die einfach drehen. Upsi. Ja. Und ganz viel mehr Schmiedeöfen, weil das halt einfach super langsam ist. Wir haben mal 2 Minuten auf K, ja? Jawohl. Und jetzt kann ich hier einfach wen einsperren quasi. Und dann kann ich an dem trinken. Und wenn wir den füttern, dann überlebt der länger. Das heißt, ich könnte mir jetzt einen Gelehrten klauen, wenn ich das richtig verstanden habe. Und hab dann immer gelehrten Blut at home. Is that right? Das ist das, was ihr mir geraten hattet, ne? Dass ich dann quasi immer ein Zuhause zum Fressen habe. Hallo Kalogin. Geil, dann probieren wir das doch mal aus. Au. Das sind halt alles Schurken und die haben auch nicht so einen guten Wert, leider. Mal gleich gucken. Wahrscheinlich muss ich dafür in eine bessere Gegend. Aber ich würde jetzt einfach mal einen mitnehmen, einfach mal um es auszuprobieren. Und dann können wir ja einen besseren holen. Fische haben wir. So, und wie mache ich das jetzt mit dem? Wie dominiere ich die jetzt? Wie dominiere ich die jetzt? Ach, mit R? Scheiße, jetzt habe ich die halt. Ups. Ja, das war, also, wenn ich eine Menschenform habe, ist das wahrscheinlich leichter. Weil dann greift mich nicht alles an, oder? Ist das der Trick mit der Menschenform? Dass man dann dranläuft und nicht angegriffen wird? So. Ich hätte jetzt gerne eine nette Frau. Haben wir hier irgendwo? Ja, da vorne. Ah. Die sind halt alle eher mau. Man muss sie sowieso auf 30 runterhauen. Okay. Dann ist das auch egal. Aber ich laufe, glaube ich, auch gerade in die falsche Richtung für die krassen Viecherze. Ich glaube, ich muss eher nach oben. Gucken wir gleich mal. Die Menschenform ist dafür, da mit Händlern reden zu können. Ah, I see. Und dankeschön, die Hike, für die 6 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön. Äh.
Ey, ich wurde disconnected. Du auch? Okay, dann liegt's nicht an mir. Dadokat, mach Server heil. Wo ist mein Server? Wo ist der Server? Oh, es hat wieder geläutet. Und Dankeschön, Natra, für die 10 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Dann nutze ich die Zeit ganz schnell. Du kannst direkt reconnecten tatsächlich. Da ist nicht. Das war nur irgendein Disconnect. Ach, okay. Ja, ich wollte gerade schon. Ich wollte mir das Founders Pack-Ding holen. Was kriegt man denn da? Einen coolen Skin. Ah. Ach, der Wolf, ne? Mit den, den drei Schweifen. Ja. Schweife? Schweifs? Mit den drei Schweifs. Mit den drei Schweifs. Genau, das ist dann Fashion Rising, Chat. Ihr habt recht. Oh, mein Chat sagt, es gibt einen Patch. Jetzt ist halt die Frage, ob der Server jetzt den Patch drauf hat oder nicht. Und wenn ich patche, ob ich dann noch spielen kann. Ich würde es jetzt erstmal nicht testen. Nee, weil es funktioniert nämlich gerade. Weil es funktioniert halt, ja. Never change a running system. Never patch a running system. Never patch a running system. Also ich habe tatsächlich jetzt einen Käfig gebaut und suche jetzt einen Mensch mit einem guten Blutwert, den ich dann einsperren kann. Mhm. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die gerade mega nice wären, wenn wir die hätten. Was bräuchtet ihr denn? Mal kümmern. Weil ich bin so... Zum einen Glas, damit wir das Burkhals aufwerten können. Moment, ganz kurz. Quarz für, glaube ich. Ach, hast du mir Essen mitbestellt? Ach, das ist aber süß. So, sorry, ich bin wieder da. Ich wurde. Es gibt zwei Dinge gerade. Das eine ist, glaube ich, Beatrice. Die umzuhauen gibt uns so einen Veredelungstisch. Damit können wir Baumwolle herstellen und dann einen Schneidereitisch für bessere Rüstung. Mhm. Und zum anderen Glas, damit wir das Schlosszentrum aufwerten können, damit wir Platz haben. Ja, Glas haben wir vorhin auch schon ein bisschen gesammelt, aber lass uns jetzt einfach 7 Stück, glaube ich. Beatrice sonst einfach töten gehen, oder? Oder 6 möchtest Stück. Du erst Glas holen gehen? Mir ist beides recht. Lass ruhig Beatrice erstmal machen. Dann komme ich zurück. Wie klaue ich ein Pferd? Die sind, ich markiere das mal auf der Karte. Die Pferde, die haben wir. Ich habe eins gefunden, deswegen. Ah, ich setze mich einfach drauf. Oh lol. Ah, einfach F, ja. Und mit Leertaste kannst du. Oh Gott, das ist ja mit der Steuerung katastrophal. Ja, ja, das fühlt sich ein bisschen komisch an, aber gewöhnt man sich schnell dran. Press F vor Pferd. Achtung. Okay, ich bin glücklich. Ich habe jetzt ein Pferd. Salukat spielt erstmal Genshin. Why? Warum nicht? Lass den Mann doch spielen. Wenn er Bock drauf hat. Lasst ihm seine Freude. So, und jetzt hier hoch. Ich bin zu weit gelaufen. Ich laufe irgendwie immer zu weit.
Wie kann ich das benennen? Wie benenne ich das? Ist auch benennen, glaube ich. Ja, das war gerade die Frage, wie ich das mache. Ja. Da ist irgendein Knopf. Ah, Tab. Drauf und dann Tab. Drauf und dann Tab. Ja, und dann hast du rechts irgendein... Pferd. Pferd, ja. Jawohl. Dankeschön, Sinatra, für die 10 Monate. Vielen, vielen lieben Dank. Das Schwefel noch wegbringen. Hätte wohl jemand gerne auf Kalles Nacken. Offensichtlich ist okay. Das so. Offensichtlich ist das so. Die ist anscheinend in diesem... irgendwo hier oben im Osten. Nordosten. Von uns. Glaub jawohl. Es, oder? Nee. Straight up im Norden. Ich muss auch noch schnell ein paar Ressourcen loswerden. Okay, wir können uns porten sogar. Kommen wir schnell hin, denke ich. Yep, ich muss nur Ressourcis wegpacken, bevor ich hier gleich lauter Sachen mitnehme. Du musst dem Pferd auch Wasser geben, sonst stirbt es nach 6 Stunden. Packe ich das ins Inventar dann einfach? Mit Wasser? Ich glaube... Oh Gott. Wenn du Tab drückst, hast du so einen Reiter noch für Wasserflaschen. Und dann steht auch da, wie lange das überlebt mit dem Wasser. Dann laufe ich da gleich hin. Steinstaub. Eine drüber packen. Ja, so überlebt das 34 Stunden. Das klingt gut. Das klingt sehr gut sogar. Und dann packen wir hier noch. So, ich wäre ready. Bist du schon losgelaufen? Ich stehe am Teleporter. Ach, du wirst teleportieren. I see. Ja. Ich glaube, die müsste irgendwo bei dem Bauernhof da sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Oder nee, warte, die ist hier. Dorf Dawnbreak. 100 Pro. Jawohl. Wo wir so ein ganz kleines Stück aufgedeckt haben im Norden. Da gibt es Quarz, das brauchen wir fürs Glas und die Wollfee. Dann können wir beides machen, oder? Jawohl. Pferde. Ich muss noch rausfinden, wie ich hier hochkomme. Kann man das Pferd nicht einfach an den Brunnen parken? Boah, ich habe keine Ahnung. Wir könnten probieren, einen Brunnen zu bauen, aber ich weiß nicht, ob das funktioniert. Ah, ich habe vergessen, die Tür zuzumachen. Oh Gott. Oh Gott. Tür. Tür. Das wäre nicht so gut, wenn danach alle wieder online gehen und alles ist leer, weil Pia hat vergessen, die Tür zuzumachen. Ja, das ist halt, also da merke ich halt, dass ich in so einem richtigen Kaff in Österreich gewohnt habe, wo man einfach die Türen offen lassen kann, weil es einfach 700 Einwohner gibt und niemanden interessiert's. Nee, das ist auch, das habe ich nie so wahrgenommen, ne? Aber wir haben bei uns damals, wir auch so einen Bauernhof gewohnt, da war, wir mussten abends immer so die Haustür verschließen, aber man konnte die theoretisch den ganzen Tag lang einfach aufmachen und reingehen. Ja. Boah, in der Stadt geht das überhaupt nicht. Ja, same. War mal mit einem Kumpel in L.A. hat er gewohnt und die haben auch einfach so die Wohnungstüre offen gelassen. So. Ja gut, aber in Amerika ergibt das auch Sinn, weil klar, du kannst die Tür absperren, aber du kannst mit einer Axt auch einfach durch die Küchenwand kommen und das geht schneller, als die Tür aufzubrechen. Also das ist so gesehen kein Problem. Einfach durch die Wand durch. Wohin porten wir denn? Zu dem Nordosten-Teleporter. Ich hab den Nordosten gar nicht. Doch, da sind wir vorbeigelaufen. Der ist aber nicht Nordosten, ja. Oder? Ja, Nordosten von uns. Ja, Nordwesten also von Nordwesten, uns. Nordwesten, aber Nordosten auf der Karte. Der nördöstlichste quasi. Gut. Auf
Okay. Nee, auf Dawnbreak war, glaube ich, falsch, oder? Hier lang müssen wir. Hast du getrackt? Ich habe nicht getrackt, nee, ich habe auf dich vertraut. Ich hab getrackt, alles gut. Good. Okay, nee, es ist Dorf Dawnbreak. Es ist direkt hier bei uns. Ja, ich muss sagen, das war für mich auch, als ich nach Spandau gezogen bin, so ganz irritierend. Weil Kalle ist auch so jemand, der auch wirklich, wenn man halt die Wohnung verlässt, auch immer die Balkontüren und so zumacht. Weil er halt sagt, man kommt halt von Balkon zu Balkon, ultra easy. Und ich lasse halt immer alles offen. Es ist halt... Trinken. Oh, da gibt's ja Schweine. Ja, das habe ich aber auch. Das habe ich aber auch. So. Ist das süß. Das hat 42. Junge, 42. Das würde ich gern fressen. Schweineknochen. So, was macht 42? Erhöhte Sonnenwiderstandsquote. Das ist ja geil. Ja, da hilft dir leider keiner mehr, Dorfbewohner. Hier ist auch noch ein Pferd, theoretisch. Und ein Glöckner und Beatrice, die Schneiderin. Sie rennt weg. Und es wird Tag. Das ist nicht so gut. Ist Beatrice jemand, der kämpft? Anscheinend nicht. Ist ja die Schneiderin. Cool gemacht, dass es einfach kein Boss ist. So. Die läuft einfach weg, die Arme. Ich heile dich da drüben. Ey, die Sonne ist halt ein bisschen, ich bin rausgedutscht. Die Sonne ist ein bisschen nervig. Der Brunnen gibt Schatten. Ja, aber die verteidigen sie alle, ne? Ha, da ist sie drin. Ah, oh, es ist wieder rausgekommen. Ja, richtig lustig. Jetzt mal auf, Kollege. Leave me be. Och, die Arme. Oh ja, geh ins Haus rein. Ja, aber die bleibt leider nicht im Haus. Kann es bitte wieder dunkel werden? Alter, diese Sonne. Willst du trotzdem mal ins Haus reinkommen, damit die... Ach, du bist im anderen Haus. Ich bin im anderen Haus, ja. Und töte hier gerade noch Mobs. So, wo ist jetzt Beatrice? Sie schreit. Das ist der Dorfbewohner hier, oder? Oh, hier ist noch ein Wieblatt. Ja, hier ist Sonnenpriesterin. Oh, Bruder. Das wird jetzt ein bisschen unangenehm, glaube ich. Ja, ist halt immer die Frage. Es ist halt für beide unangenehm, auch für die. Das stimmt. Ah, aber die Sonne ist schon sehr unangenehm, okay. Oh. Ich musste hier ganz kurz raus. Lebst du noch? Ja, ich auch. Ich lebe noch. Aber ich glaube, noch zu betonen ist nicht verkehrt. Okay, Beatrice ist gar nicht so ohne, weil die einfach keinen Schaden bekommt. Ja, die regeneriert immer sehr schnell, ne? Muss ich mal heilen eben. Jawohl. Ja, dann lass einfach die Sonnenpriesterin erstmal machen. Ja, ich bin auch auf der, oder besser gesagt, sie ist auf mir. Oh Gott, ich bin gleich tot. Mich brutzelt gleich die Sonne. Oh Gott, ich bin down. Scheiße. Dankeschön, Tiger, für die 2 Monate und ganz viel Spaß hier weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Muss ich wahrscheinlich irgendwie resetten und dich dann hochheben. Ups, das war nicht so gut. Mhm. Genau, wir haben 2 Teams, die gegeneinander sind. Und hallo. Hallo. Wir spielen quasi Team A, die Flaschen, gegen Team B positiv.
Und wir haben, es ist ein Server mit 40 Streamern, die 20 gegen 20 gegeneinander spielen. Yes, yes. Und guten Morgen, Holla. Mal wieder zu beleben. Guten Morgen. Ich bin noch nicht so lange wach. Hätte ich gar nicht erwartet auf einer LAN. Aber ich habe schon gefrühstückt. Und ich bin ready dafür, dass mein PC heute hoffentlich nicht abstürzt. Hast du gestern noch rausgefunden, wo das Problem war? Netzteil wahrscheinlich, wenn überhaupt. Also wahrscheinlich ein Wackler oder so. Ich habe jetzt nochmal alles festgesteckt, weil es kann ja sein, dass das durch das Rütteln von der Fahrt einfach irgendwas locker war. Mhm. Ich habe jetzt alle Steckverbindungen nochmal geprüft. Ich habe dann noch ein bisschen V-Rising gestern mit Blazcon Bart gespielt. Ohne Stream und das ging. Dankeschön, Black. Und ich habe jetzt auch noch eine Capture Card ersetzt, die immer flackern gemacht hat. Da hatte Nefi noch eine zweite dabei. Ich hoffe, dass das jetzt einfach nicht mehr abstürzt. Ich drück die Daumen. Dankeschön. Und ansonsten habe ich jetzt mein eigenes Protokoll angemacht, dass ich ein Bluescreen kriege, damit ich auch sehe direkt, was los ist und nicht nur später gucken kann. Jawohl. Ey, aber auf so einer LAN ist halt immer, irgendjemand hat technische Probleme. Oder drei. Ja, wäre komisch, wenn nicht. Ja. Ich hab dich. Oh Gott. Achtung, muss sofort weg. Seid ihr schon krass, krass, oder? Ja, Bart hat halt gut durchgebaut. Also, ich bin im Dreck schlafen gegangen. Ich bin tot aufgewacht. Und dann bin ich in dem Schloss aufgewacht. Ja. Ja, das Schloss habe ich gestern Nacht noch gesehen. So, als erstes... Ist ja so viel los hier. Macht ihr Bosse? Ja, ja. Wir machen Bosse gerade, ja. Wobei ich auch ehrlich sagen muss, Bosse, ne? Ich glaube, ja. Wir sollten, glaube ich, warten, bis dunkel ist. Es ist gleich, eine Stunde. Eine Stunde, das ist nicht gleich. Naja, eine In-Game-Time. Was für ein Level seid ihr? 42. 47. Oh, fuck. Aber du kannst ja super schnell aufholen, indem du einfach dir eine Waffe baust und du machst es ja. Okay, aber ich muss ja die Bosse dazwischen trotzdem machen. Aber ja, das müssen wir auch machen. Der Waffe, ne? Nicht zwingend. Nicht zwingen? Okay. Okay. Aber wie kann ich das machen? Ich kann immer noch nichts machen, außer diesen einen Schmuck. Du musst erstmal an die ganzen Sachen gehen und die Sachen lernen. An die Forschungsdinge. Ah, ich sterbe hier. Oh. Bist du tot? Material für sowas, oder was? Ich hätte kein Blut mehr. Ja, Eisen. Wir haben ganz viel Eisen gerade in der Schmelze. So, für eine Waffe kannst du auf jeden Fall was rausnehmen. Das ist easy. Au, 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 au. Man kann sich an der Schmiede eine Eisenwaffe bauen. Okay. Es ist egal, was ich spiele, weil ich fand Äxte ganz cool. Es ist egal, was du spielst. Du kannst spielen, worauf du Lust hast. Mehr Damage gegen Untote, Speer gegen Kreaturen. Ansonsten ist es, glaube ich, ziemlich egal. Okay, dann spiel ich Äxte, weil es sind zwei. Okay, ich würde mich andere ganz Abilities, kurz... Ne? Also, Ich würde mich hier ganz kurz resetten. Ich kann nämlich nicht mehr als 30 Leben heilen, weil wir im Fight sind. Ah, klar, klar. Ich glaube, meine Schuhe sind auch kaputt. Zum Beispiel, zumindest habe ich ein Schuhsymbol. Kommen halt sofort auch immer die Wachen, ne? Ich kann trotz der Suppe nicht heilen, Chat. Du kannst im Fight, wenn du im Fight bist, kannst du, was waren es? Ich glaube, 25% von dem Leben, das du verloren hast, nur wieder hochheilen. Und dann ist Cap, außer du gehst wieder aus dem Fight raus und resettest. Auch mit Suppe nicht. Deswegen musst du mal versuchen, relativ früh zum Heilen anzufangen. Weil das sonst nichts wird. Das Spiel gibt's bei Steam und das ist das Basisspiel, was wir spielen. Das sind keine DLCs. Ich habe Beatrice, glaube ich, ein bisschen am Arsch. Ich komme hier nicht raus. Ich die ist aus dem Dorf rausgelaufen. Ah, das ist ja mega gut. Komplett ins Nirvana. Alter, wo läuft die? Ja, die läuft von mir weg. Ich versuche die mal zu dir zu treiben jetzt dann. Im Carmen. Da kannst du nochmal draufhauen. Haben wir schon krasse Rüstung, außer dieses Lederzeug? Oh Gott, wir haben sie! Alter, du bist ja mega krass. Was meinst du? Hallo? Haben wir schon krassere Rüstung, außer das Ledermantelzeug? Nee, noch nicht. Blob da und wir hallo, Quibli. Wir haben gerade das V-Blatt gekriegt, mit dem wir es machen können dann. Okay, okay. Ja, kein Stress. Wollen nur fragen. Gut, mit den Äxten bin ich Level 33. Ich könnte mir noch einen Ring machen.
So, und die, was haben wir jetzt durch Beatrice freigeschalten? Jetzt haben wir... Webstuhl. Den Webstuhl, I see, das war das. Und irgendeine Ability wahrscheinlich, ja. Gnadenloser Angriff, ultimative Fähigkeit. Das müsste damit meine erste Ulti sein. Ja. Ist ja alles voll geordnet. Ja, das war Maxim. Was ist der Drogenschrank? Guck rein. Hey, da sind nur Pflanzenfasern drin. Ja, natürlich, weil Weed. Holla, ah. Weed ist der Witz. Ja, ist okay, ich bin dumm. Und müde. Ach nee, die Menschenform. Die Menschenform, ja. Aber die habe ich gar nicht. Auch nicht. Wo ist Grabstaub? Hier musst du reinziehen. Geh auf J und dann. Grabstaub ist bei Knochen drin, ne? Knochen und Papier. Das ist okay. Der letzte auf der rechten Seite. Papier und Knochen, ne? What? Weil ich wollte mir jetzt den. Also lohnt sich das oder sagt ihr, wir haben bald wieder was anderes? Den zweiten Ring machen? Ich kann den nicht reinziehen. Ich hab da keinen. Ach, das da. Das ist der Mensch. Ich würde einfach machen, wie du Bock hast. So, ich weiß nicht, wann wir was Neues kriegen sollen. Nee, ich dachte, wenn ihr jetzt sagt, so, ey, wir haben in 5 Minuten eine neue Rüstung, eine neue Waffe, eine neue was auch immer. Ne? Dann neue Rüstung kann gut sein, dass du die erstmal skippen kannst, wenn wir zurückkommen. Rüstung habe ich ja schon. Die Lederrüstung. Dankeschön, Svectura für den Prime. Das Pferd, das heißt Peter. Dankeschön. Ich glaube, es lohnt sich auch, wenn wir hier gut leer looten noch. Hier ist gutes Zeug. Ich bin wie eine Raupe. Ich bin unauffällig. Wir können hier auch Pferde mitnehmen, ne? Ja, ja. Da hinten steht ein Pferd, das heißt Peter. I see. Ich habe noch eins geklaut. Wieso steht da jemand in unserem Haus, der Bart Stick heißt? Das ist ein Diener. Das war auch Maxim. Aber er ist Bart Stick. Mhm. Ja. Genau. Ja, ihr wollt nur also ein paar Fragen stellen. Halt Bart Stick, was aber hast du denn? Die haben wir auch schon alle gestellt. Okay, ja, ja. Ihr wart also genauso verwundert. Nice. In den Häusern sind so Geschränke, die kann man aufmachen übrigens. Habt ihr gesehen was? Ich hab den Boss gefunden. Hast du einen Boss gefunden? Ich hab einen Boss gefunden. Ach, der reisende Händler? Ja. Nee, geh mal in Menschenform. Geh mal in Menschenform. Nicht den. Achso, man kann mit dem Dingsen. Ja. Ja, dafür muss der andere Pisser erstmal aufhören, mir weh zu tun. Mann, hier so Rüstung kaufen und so ein Kram. Bärenkopf, Wolfskopf, Fischkopf. Alter, ey. Wir können ja hier einfach auch in Menschenform rumlaufen. Jetzt. Ja. Okay, was habe ich von einem Wolfskopf oder einem Bärenkopf? Also. Keine Ahnung. Kann ich dem auch Sachen verkaufen? Das ist eine sehr gute Frage. Wenn du Sachen unten reinlegst, vielleicht. Hm. Na, abhauen jetzt. Ich mache aber trotzdem mal die Zwischenbosse noch. Einfach um sie mitgenommen zu haben. Ja, du kriegst aber ja die Abilities, kriegst ja sonst nicht. Ja. Nee, hier so 26, 27 sollte ich ja alles schaffen mit Level 36 jetzt. Ja, ja. Okay. Okay, also wieder zurück? Oder wo ist der Plan hin? Pet hat mich gerade ein bisschen gespoilert. Das sollten wir vielleicht wirklich mal machen. Die Treppen hier hoch, da gibt es anscheinend Quarz.
Aber da gehe ich erstmal in Menschenform, glaube ich. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja, ich frage mich nur, warum. Ja, da sollten wir auf jeden Fall in Menschenform gehen. Ja, ich bin schon oben. I'm fighting. Oh, ich werde gefightet. Das ist auch eine korrekte Aussage. Aber brauchen wir dann überhaupt noch Kupfer, wenn wir jetzt Eisen sogar haben? Ja. Braucht man später auch noch, ja. Na, scheiße. Das war zumindest. Das heißt immer noch negativ, dass wir die Kupfermine halten sollen. Ich muss einfach fallen. Ja, ich wurde gepusht von meinem Team. Aha. Das ist ja alles Eisen. Und wenn man den ersten Boss findet, dann... So. Ah, ich krieg grad wieder Schaden. Die heilen sich andauernd. Absolut nervig. Ich glaube, das machen diese Sonnenpriesterinnen, ne? Naja, die Nonnen. Ich fress die. Ah ja, hier. Töt die eine Gelehrte mal nicht, die ich hier habe. Ich guck jetzt mal, ob ich die. Ich hab Holla auf 200%, aber Holla ist bei mir immer super leise. Ist bei dir auch, oder? Ich hab sie laut gedreht auch. Tut mir leid, dass ich zu leise bin. Mann, Holla. Mann, ich guck nochmal. Gehört die jetzt mir? Ist die jetzt verliebt in mich? Nicht töten? Ja. Geil. 50. Ja, ja, Gelehrte sind halt ganz gut, wenn man damit besser Spells casten kann, glaube ich. Muss ich jetzt mit der nach Hause laufen? Ja. Muss ich dafür meine Dominierenpräsenz wechseln? Oh mein Gott. Die darfst du nicht, glaube ich. Okay, kannst du mich eskortieren? Ja, ich würde hier oben noch ganz kurz die Sachen wegmachen, weil ich sehen will, was in der Kirche ist, aber dann gerne. Die setzt sich halt nicht mit mir aufs Pferd, leider. Aber die läuft hinterher, oder? Ja, aber ich habe Angst, dass sie angegriffen wird. So, ja, machen wir gleich. Ah, aber die hat recht viel Tempo. Aber die Nonne ist ja 48. Oh nein, 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 nein. Ganz schlecht, ganz schlecht, ganz schlecht. Bist du angegriffen? Ja. Ah, ich steck fest. Ich steck fest, ich steck fest. Au, 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 au. 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 Ich komm hier nirgendwo raus. So. Die große Frage ist halt, schafft sie es jetzt alleine zu mir? Ja. Hm? Lol. Okay. Wir laufen auch in die falsche Richtung gerade, ne? Ja, ich will eigentlich da wieder zurück. Aber halt irgendwie auch nicht. Ich will halt unbedingt dieses Pferd wiederholen. Lohnt sich mit dem Pferd loszuziehen? Wenn du mein Pferd tötest, haben wir ein Problem. Zurück, also losziehen nicht, weil du dich ja teleporten kannst, weil du das Inventar anfangs leerst, aber zurücklaufen ist halt mit dem Pferd auf jeden Fall angenehmer. Ha. Diese Strecke. Bin halt bisher noch nirgendwo hingeportet. Kannst du auch nur machen, wenn dein Inventar halt komplett leer ist, ne? Ja. Oh shit, jetzt ist Tag, das ist nicht so gut. Ich bin gerade unterwegs zu einem Boss. Nee, ich kann meine Wolfsform nicht wechseln, Leute. Weil ich sie ja hinter mir herlaufen lassen muss. Und wenn ich meine Form wechsle, dann liebt sie mich nicht mehr. Please no. Und ich will ja, dass sie mich weiterliebt. Warum? Ich bringe hier Nonnen um gerade und die droppen verdorbene Herzen. Hä? Doch, kann ich, aber das ist doch. Ich habe doch immer nur eine Form, oder? Nee, ich habe jetzt eben Pferd. Bärenform gehen.
Oh, hallo Tristan. How do I come at home? Ich stecke die ganze Zeit fest. Es ist unfassbar. Ach, da oben wäre der Eingang gewesen. So rum. So rum. So rum. So rum. Oh mein Gott. Come with me. Come with me. Come with me. Hihi. So, Gefängniszelle. Einkerkern. So, und jetzt kann ich sie füttern, oder? Mit so einem Fisch. Ich finde, es sollte Autolooten geben. Du findest, es sollte was geben? Autolooten. Also so entweder ein Pad oder selber oder so eine Taste, um alles zu looten. Was ist Bezauberung? Statt immer F zu. Ach, damit kriege ich sie quasi wieder raus. So dass man alles auf einmal halt aufhebt und im Inventar hat. Also, wir haben jetzt eine Gefangene. Nice. Die kann man immer wieder austrinken, glaube ich, ne, ja, wenn man die füttert. Ich weiß halt nur noch nicht genau, wie ich sie aussaufen kann. Also ich habe sie mal gefüttert. Aber ich habe noch nicht verstanden, wie ich von ihr trinken kann. Ich habe sehr viel Quarz. Dankeschön, Kev. Vielen lieben Dank. Aber dafür brauchst du anscheinend Glasflaschen. Aber weiß noch nicht ganz, wie man das macht. Yo, das ist ja mega sick. Holy shit. Also du kannst... Also... Ja, krass. Das heißt, man kann jetzt einfach Blut in Flaschen mitnehmen. Und dann habe ich einfach spontan... Alter, das ist ja insane. Ich meine, es tut mir auch ein bisschen leid für sie, wenn sie sterben sollte, aber ich bemühe mich, dass sie nicht so schnell stirbt. Oh, wie schafft ihr das zwischendrin zu heilen? So, wenn ihr einen Boss solo macht. Ich habe einen Heilzauber mittlerweile mit. Ha. Aber sonst einfach nicht treffen lassen, so blöd es klingt. Aha, aha, finde ich nicht so einfach, tatsächlich nicht gerade. Ja, das ist auch nicht. Das hat niemand gesagt. Okay, okay, okay. Ey, ich finde das so cool, dass ich jetzt ein Haustier habe. Das ist mega nice. Ein Haustier.
Ja. Ein Hausmensch. Ein Hausmensch, ja. Ja, Hausmensch. Das ist halt... Ich kümmere mich auch gut um die, also... Die sollen sich nicht anstellen. Und ich meine damit nicht mein Pferd, genau. Und ich habe auch die Befürchtung, dass da morgen wer anderer drin sitzt. Ich glaube auch nicht, dass das lange mein Gelehrter bleiben wird. Aber ich krieg halt zwischen 8% und 15% reduzierte Abklingzeit von Zaubern. Und das ist schon ziemlich sick. Könnt ihr auch einfach den 77% Schurken mitnehmen, wenn das... Oh, dann baue ich dir noch einen Käfig. Das wäre super, ja. Dann kann ich den vielleicht auch noch einbauen. Ja, ja, dann nimm den mit. Dann baue ich noch einen. Also es soll ja keine Massentierhaltung werden. Das heißt, sie bekommen alle ihre einzelnen Käfige. Hä, nenn einfach einen Massentierhaltung, dann ist alles cool. Und sagst du, das ist der Dude. Ich glaube, das hast du den Markt doch auch gemacht. Wir haben aber trotzdem nicht wirklich genug Platz. Ich kann wir gleich. Die wir Sachen gleich. Auch bewegen, oder? Wir haben gleich genug Platz, weil ich ja jetzt mit dem Glas zurückkomme und dann können wir upgraden. Also ich finde das mit der Benennung immer noch ein guter Ansatz zur Lösung. Ich weiß nicht. Ich glaube, da könnten einige Menschenrechtsorganisationen Probleme mit haben. Ja, bla bla bla, wir sind Vampire, als ob uns Menschenrechtsorganisationen interessieren. Also, hier, jetzt wird's aber unrealistisch. Ja, tut mir leid. Warum kann ich da... Da jetzt. Wir haben ein zweites Ding, also wir haben Platz für noch einen. Mhm. Ich meine, die können sich jetzt sogar gegenseitig angucken. Ich hab den verloren, glaube ich. Nein, ich weiß nicht, wie? Wo er ist. Der kommt nach, glaub mir. Ah ja, hier ist er. Der ja, kommt nach. Mal angesprintet. Schön, so direkt neben dem Ungeziefer. Naja, ist ja nicht direkt daneben. Oder meinst du, weil die Menschen nebeneinander sind und damit immer Ungeziefer neben Ungeziefer sitzt? Das ist keine Nonne, das ist eine Gelehrte. Oh, das ist eine Nonne. Ja, meine Seele ist sowieso schon verloren. Wir reiten hier durch. Ja, ich glaube, man kann seinen Charakter später noch umgestalten. Ja, ja, ich glaube schon. Das ist ein Pferd für alle. Ich habe mich jetzt einfach entschieden, die Pferde, die für alle zu benutzen sind, alle als Benutz mich zu benennen. Benutz mich 1, benutz mich 2, benutz mich 3. Diese Bogenschützin Lydia, patrouilliert die irgendwo oder ist sie immer an derselben Stelle? Die patrouillieren alle. Scheiße, ich finde die nämlich jetzt nicht mehr. Und ich habe die ja jetzt nicht mehr als Blutding, weil ich am Teleport gespawnt bin. Das war vielleicht gar nicht mehr so smart. Ah, Mist. Pia, wie Blut melke ich den jetzt? Erstmal solltest du ihn heilen, sonst tötest du den. Das heißt ja, der ist der Ratten gerade, ne? Der hat ja schon Ratten hier drin. Nee, du musst auf Gefangener füttern drücken, ganz gezielt. Wie geht denn das? Bei mir steht nur Bezauberung. F drücken. Und dann hast du unten diese Felder. Ah, man muss draufklicken. Genau.
Ich habe ihn jetzt schon einmal angeklickt. Und zum Blutlernen brauchst du unten ein Glas drinnen. Und dann drückst du Blutlernen. Okay, ja, verstehe. Aber ich baue da nochmal um, weil mein Chat hat mir gerade einen sehr guten Hinweis gegeben. Dass man... Nee, da passen trotzdem nicht drei rein, Leute. Das geht, das wird platztechnisch trotzdem nix. Oh doch! Ich muss nur genauer gucken. Ich muss nur genauer gucken. Dann funktioniert das. Scheiße. Können wir auch den Webstuhl machen? Produktion. Veredelung. Webstuhl. Kupferbahn und Bretter. Das haben wir direkt. Wenn da so ein bisschen leichter drum herum kommt. Jetzt können sie sich sogar unterhalten. Schon fast artgerecht. Der links hat einen Totenkopf, weil der mindestens 11 Level über mir ist. Das ist 44 oder so, glaube ich. Du hast nur deine Waffe gerade nicht an, wahrscheinlich, oder? Bitte? Du hast nur deine Waffe wahrscheinlich nicht an, weil der ist 44. Ja, ja, 44 ist er, jawohl. Okay, wie macht man Wolle? Ah. Okay, das heißt, wir haben jetzt einen Schurken und einen Gelehrten. Was würde noch Sinn machen, was wir da reinsetzen? Arbeiter. Gute Besserung. Hohen Arbeiter. Okay. Ja, das ist ja mega schön, dass wir da jetzt, also... Das ist großartig. Also ich hätte halt am liebsten einfach so ein ganzes Verlies mit so 8 solchen Käfigen. Ich würde auch mich bereit erklären, das zu designen, damit es halt auch schön aussieht mit ein bisschen Kerzen. Einem Altar in der Mitte oder so. Ja, die muss ja auch schön aussehen, wenn die hier für immer gefangen sind, ne? Ja, also für uns halt. So. Ach so, ja gut, da sagst du was. Wie repariere ich meine Schuhe? Muss ich dafür auch zum Tisch gehen? Schneiderbank. Wir brauchen so viel Baumwollgarn. Mittlere Maustaste kannst du machen. Ach, easy. An dem jeweiligen Tisch. Ja, wieso habe ich eigentlich schon die Rattenform? Aufs Pferd draufsetzen und Tab drücken. Helodrian. Daran ist Bart schuld. Der hat den Rattendings bei uns in der Nähe gespawnt, deswegen ist auch die Hälfte von unserem Team gestorben. Und dadurch hast du es auch automatisch freigeschalten. Ah. Deswegen bin ich tot aufgewacht, aber deswegen habe ich jetzt auch die Rattenform, oder was? So gesehen, ja. Aber das ist ja, ist ein guter Deal, finde ich. Wobei das ja auch ein echt guter Wortwitz ist. Da wacht man auf und stellt fest, man ist tot als Vampir. Sonntag ist ein, also der Server ist länger als bis Sonntag geöffnet, aber Sonntag gibt es ein offizielles Abschlussevent. Suchst du immer noch Lydia?
Falls du mir geantwortet hast, bist du gemutet. Ah, okay. Ich habe dir jetzt auch, also ich habe jetzt auch ihren Dings angenommen. Okay, ihre Fährte. Das heißt, und komme zu dir. Nice. Ich wollte nämlich gerade zurücklaufen, weil ich sie nicht wieder finde, um die Pferde wieder aufzunehmen. Weil ich verzweifelt war. Ich muss immer wieder muten wegen Leuten, die hier rum. Alles gut. Aber bist du dir sicher, dass du dort hin musst, wo du bist? Also sie war hier drüben. Ich bin jetzt halt gerade auf dem Weg zurück gewesen. Warum weil bist du bei dir bei der nördlich oder was? Also wie war denn das nochmal? Ich muss quasi mitlaufen mit dem Geruch, ne? Ja. Also gegen den, also es strömt zu dir der Geruch. Ach, der Geruch strömt zu mir. Ja. Also du läufst so gesehen gegen den Strom, ne? Das hat mich am Anfang auch super irritiert. Ich bin jetzt nur noch Level 27, weil ich meine Waffe nicht ausgerüstet habe. Also man levelt quasi dadurch, dass man besseres Gear trägt. Und wenn ich kein besseres Gear trage, also ist immer das angezeigte Gear quasi. Hey, hier ist ein Händler. Gavin, der zwielichtige Dealer. Hat er Pflanzenfasern? Ich glaube nicht, dass wir bis Sonntag alles durch haben. Nee, aber darum geht es ja zwangsweise jetzt auch nicht. Es geht ja erstmal nur darum, Spaß zu haben. Und einfach zusammen zu spielen. Das ist alles, was gerade zählt. Ach komm. Bist du aber auf dem Pferd unterwegs? Ja. Ich bin bei dir hier unten. Hi. Ach, hallo. Ach, da ist eine Baumschrate, die dir hinterher rennt. Ach ja. Bäume sind anhänglich. Bäume suchen halt Freunde. Eine Waldfee so, weißt du? Ah. Okay, wir sind hier irgendwie... Nee, wir müssen wieder zurück. Es ist super verwirrend. Ah, ich krieg gleich Schaden. Na, doch nicht. Ich soll dem entgegenlaufen, dann muss ich doch da drüber. Ja, du musst in den Strom hineinlaufen. Ja, aber der wandert. Das ist richtig. Sie wandern da auch. Wow. Müsste ich nicht voll viel Schaden gegen den Baum mit einer Axt machen? Ich weiß nicht, ob das so funktioniert. Aber an und für sich ja. Oh ja. Also das Grüne ist Heilung von mir, nicht rausdeutschen. Ah. Also, diese spuckende Pflanze geht mir gerade sehr auf die Nerven.
nice Heilung. Oh mein Gott, Schaden! Haben wir? Ja. Nice. Puh, ey, der Heal ist super strong von dem. Krieg ich den? Keine Ahnung, ich bin damit aufgewacht. Okay. Warte mal, habe ich den auch? Bei J, ne? Ja, genau. So. Also ich habe einen Chaos- und einen Frost-Skill, sonst nix. Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Chat, wisst ihr nochmal, von wo ich den habe? Ich muss halt... Irgendwie... Ich glaube, zu dem Banditenlager da drüben. Aber hier komme ich also halt wieder nicht eben, runter. Ich bin eben darüber gelaufen, um sie zu finden. Ich muss dem entgegenlaufen, nicht mitlaufen, ne? Gott, das genau, ist so verwirrend. Also du willst reinlaufen in diese Linie. Ich will reinlaufen in diese Linie. Stellst dir vor, wie Geruch, der auf dich zufließt. Geruch, der auf mich zufließt. Mhm. Ja, aber der fließt nicht, der steht. Ja, dann muss sie hier in der Nähe sein. Die kann sie auch ab und zu umgekehrt machen. Aber, also, als ich sie eben getroffen habe, war sie einfach nur nördlich den Weg hier hoch. Ich finde das alles ganz, ganz, ganz furchtbar. So. Aha. Da vorne. Es ist immer wesentlich angenehmer, wenn man einfach blind anderen Leuten nachrennen kann, ohne selber nachdenken zu müssen. Ja. Kann bitte der Geruch nochmal aufploppen? Einfach weiterlaufen. Vor uns, ja. Das ist die richtige Richtung hier. Da ist sie. Ich kann es nicht glauben, dass ich sie ernsthaft gefunden habe. Nice. Zu zweit so viel einfacher. Da jetzt gerade Nacht ist, ich auch gerne Tristan mal umbringen, wenn ihr da Bock drauf habt. Auf jeden Fall. Wir sind gleich mit Lydia durch. Die ist kein Threat mehr. Ja, nice. Sie ist tot. F drücken! Schöne Sache. Nice. Ja, wie, ich hatte sie fast, aber bin dann halt draufgegangen. Also die ist halt alleine, ist so viel schwerer, finde ich, als zu zweit. Zu zweit ist es so voll. Die skalieren mit, wenn die werden stärker, wenn man zu zweit ist. Ich glaube, ja, der Unterschied. Halt easy dodgen, ich glaube, der Unterschied ist einfach, dass ich overpowered bin auf die. Ich bin Level 42 und die ist Level 26. Ja. Deswegen. Ja, Unterschied, wenn jemand tanken kann, finde ich. Der andere einfach draufhauen muss. Ja, yeah, also ich finde halt, das, also das skaliert, klar, aber ich finde trotzdem, dass es das einen Unterschied macht, wenn du einfach mehrere Leute zum Ablenken hast und jemand auch mal kurz sich rausziehen kann, während der andere kitet. Mm. So, wo müssen wir hin, Blask? Ich bin gerade auf dem Weg zu Tristan, also wenn ihr auf die Karte guckt, einfach mir entgegen, ja. Okay. Sind wir dafür richtig? Oh, Silber. Aber der hat ein relativ hohes Level, glaube ich sogar. Ich habe das Level bisher noch nicht gesehen gehabt. Ich glaube, ich bin an dem vorhin vorbeigelaufen, tatsächlich. 46 oder 47. Irgendwas.
Oh, ich bräuchte mal Blut. 49% Schurke. Wie viel? 49. Ja, aber wir haben halt schon einen, ne? Glaube ich. Unsere hat 77, glaube ich. Ja. Er ist gut dabei. Gott, ich bin schon wieder falsch gelaufen. Ich habe die Orientierung von einem Karton. Einem Schuhkarton.